So Leute, jetzt kommen wir mal zu einer Technikübung, die ihr so höchstwahrscheinlich noch nicht kennt. Und zwar braucht man eben als Trainingsgerät jetzt einen Ball. Was es für ein Ball ist, ist prinzipiell egal. Je mehr Auftrieb dieser Ball also hat, das heißt, je schwerer man diesen Ball nach unten drücken kann, desto anspruchsvoller wird die Übung. Es ist eine extrem anspruchsvolle Übung jetzt. Was mache ich? Ich schwimme jetzt gleich Kraulbeinschlag. Ganz normalen Kraulbeinschlag und halte aber hier im 90 Grad Winkel Armrumpf den Ball eben unter Wasser und gehe dann abwechselnd, ich mache immer kontinuierlichen Kraulbeinschlag und gehe dann aber immer nach links und nach rechts. Halte die Spannung im Rumpf, immer Kraulbeinschlag weitermachen, immer die Rumpfspannung halten. Die Übung, die ist koordinativ anspruchsvoll, die ist für den Beinschlag anstrengend und die hilft euch extrem bei eurer Rumpfstabilität, bei eurer Körperspannung, Rumpfkraft, eben auch Aktivierung der Muskelschlingen, eben hier oben über den Rumpf in den Beinschlag rein. Und ich zeige es euch jetzt einfach mal eine Bahn. Eine Bahn ist auch schon völlig anstrengend und schaut einfach mal zu. Puh, Leute. Also wirklich geile Übung. Ganz wichtig, was noch dazu zu sagen. Haltet die Arme gestreckt. Je näher ihr die Arme am Körper habt, desto einfacher wird es natürlich. Und wenn es nach einer Bahn schon noch völlig aus der Puste. Aber das ist mal eine ganz coole Variante für euer Training, falls ihr diese Mittel eben zur Verfügung habt. Probiert's aus. Ich gehe jetzt duschen, das war's bei mir. Danke fürs Einschalten und bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.